Auch darum geht es im Buch. Wie gehe ich damit um, wenn Dinge mal nicht so funktionieren, wie ich mir das eigentlich vorstelle? Wenn ich eine super Karriere habe, wenn ich zum dritten Mal verheiratet bin, so meine, all die Erfolgskriterien, die ich mir irgendwann einmal ausgemalt habe, wenn die quasi so auf meiner Lebensplatte, auf meinem Lebenstisch stehen, auf meiner Lebensbühne, und dann merke ich, das erfüllt mich aber alles nicht. Da steht zwar alles drauf, der Porsche, das Kind, die Frau, die dritte, die jüngere, also sehr klassisch, und trotzdem merke ich, da ist so eine gewisse Leere und ich möchte noch was erreichen, und genau diesen letzten Schritt, der mir dann wirklich die Erfüllung bringen soll, genau der funktioniert nicht so, wie der jetzt noch funktionieren soll.